Die zweite Etappe der Radreise von Garmisch-Partenkirchen an den Comer See führt durchgehend auf dem Innradweg von Imst nach Pfunz. Die Streckenlänge beträgt 54 Kilometer, wobei 590 Höhenmeter zu bewältigen sind. Von Imst geht die Tour zunächst auf der Via Claudia Augusta bis Landeck. Und dann stetig immer weiter aufwärts über Vlies und Prutz, schließlich bis hinauf nach Imst. Heute die zweite Etappe, geht von Imst nach Pfunz und das sind etwa 54 Kilometer. Und zunächst geht es zum Inn hinunter und dann Inn aufwärts über Landeck nach Pfunz. Heute ist Donnerstag, der 7. September 2023, 8.30 Uhr. Und ich starte jetzt gerade in Imst auf dem Weg nach Pfunz, ungefähr 54 Kilometer. Und die Temperatur im Moment ist 13 Grad. Und da ist auch schon das Schild zum Abbiegen in Richtung Landeck. Es ist wieder ein wunderbarer Morgen. Wie gesagt, 13 Grad, wolkenloser Himmel. Und jetzt geht es zunächst mal zum Inn hinunter. Der Inn. Der erste Blick zum Inn. Weiter geht's auf dem Innradweg. Hin aufwärts. Und jetzt hier etwas mehr als 700 Meter hoch. Und ist allerdings jetzt gerade keine nennenswerte Steigung. 11 Grad. Es ist ein bisschen laut hier wegen der Inntal-Autobahn, aber ansonsten schöne Temperatur.
hier jetzt immer so ein leichtes Auf und Ab des Radweges. Aber nach wie vor malerische Gegend. Die Inntalautobahn auf der rechten Seite ist ein bisschen laut, aber der Rest ist klasse. So, jetzt geht's hier ziemlich steil hoch. 8% Steigung, aber ich bleib mal im Eco-Modus. Probiere ich mal aus. Oh, jetzt wird's steiler hier. Bin jetzt zum dritten Gang. Gucken wir mal, aber das geht. Das geht. 9%, 10%, 11%. Aber im Eco-Modus geht das. Kleiner Gang, wenn man will. Ja, das hier ist Landeck. Auf der Straße. Ja, okay, ist okay. Nochmal einen Gang drauf. Es ist jetzt 10 nach 11 und bis Pfunz sind es noch ungefähr 21 Kilometer.
Die Temperatur beträgt 19 Grad und ich bin jetzt hier 852 Meter hoch. Ist hier fast wie ein See auf der linken Seite. Okay. Es ist jetzt kurz vor 12:30 und bis Pfunz sind es noch etwa 12 Kilometer. Temperatur beträgt 27 Grad und ich bin 884 Meter hoch. Das ist ein toller Platz hier und da gehe ich jetzt mal eben runter. Schauen wir mal, wie das da unten aussieht, direkt am grünen Fluss. Ja, je weiter man ihn aufwärts kommt, desto wilder wird der Fluss letztlich. Malerisches Panorama. Ich fahre jetzt aus Steinbrücken heraus. Das ist der Inn hinter Prutz und mit einem seiner zahlreichen Zuflüsse.
von Minuten nach 1. Sieht er in Pfunds aus. Kurze Zimmertour. Ich bin hier in der Pension St. Lukas in Pfunds. Preis sind etwas mehr als 74 Euro und so sieht das Zimmer aus. Sehr klein, alte Möbel, aber alles soweit, wie ich sehen kann, sauber. Hier ist die Eingangstür, hier ist ein Kleiderschrank, ein kleiner Schreibtisch mit einem Stuhl. Dann hier ein Bett und direkt daran anschließend noch ein zweites Bett. Unten noch ein kleiner Hocker. Und so sieht das Ganze von der Eingangstür aus. Und das Badezimmer ist hier auf der rechten Seite. Und auch hier ein Waschbecken, Spiegel, Duschkabine. Toilette. Und wenn man jetzt rausgeht, wenn ich rausgehe vielmehr, dann kann man sehen und hören den Inn hier unten. Und von dem Balkon aus hat man durchaus einen schönen Ausblick, muss ich sagen. Der Stromverbrauch der heutigen Etappe betrug 40-60% der zur Verfügung stehenden 625 Wattstunden, also kein Problem.